Guten Tag und endlich wieder herzlich willkommen zurück bei Skyward Sword HD. Ich habe hier in der Werft anscheinend ein Herzteil verpasst. Das kann man allerdings erst holen, wenn man die Sandgaleone, glaube ich, abgeschlossen hat. Und dann müssen wir mit dem Typen hier reden und kriegen dann eine gefährlichere Kurve, gefährlichere Bahn. Nur 20, okay, ich dachte, der Preis wären 20 Rubine, das hat mich gerade ein bisschen... Naja, wir zahlen auf jeden Fall die Rubine und dann kriegen wir eine Expertenbahn hier. Die Anfängerbahn sind wir, glaube ich, am Anfang schon gefahren. Also halt, als wir hier für die Story waren. Und ja, das dafür gibt's, glaube ich, auch nicht das Herzteil. Und jetzt müssen wir die Expertenbahn in einer möglichst guten Zeit abschließen. Ich glaube, 1 Minute und 5 Sekunden waren's. In der Zeit müssen wir hier diese Bahn abgeschlossen haben. Und das war falsch. So. Ja, in der Zeit müssen wir die Bahn abgeschlossen haben und dann kriegen wir direkt das Herzteil. Ich denke, das dürfte das letzte Herzteil hier in Ranel sein. Falls nicht, dann werde ich logischerweise das andere Herzteil noch nachholen. Aber ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Das letzte Herzteil wäre, wenn, dann noch auf der Sandgaleone. Aber da dürften wir eigentlich alles haben. Deswegen schätze ich mal, wir haben das schon. Komm schon. Alter, was? Ja, nee, wir haben viel zu lange gebraucht. Wir haben 13 Sekunden zu lange gebraucht. Du hast das Ziel erreicht. Das kann nicht dein Ernst gewesen sein. Selbst Schnecken sind schneller. Ich habe eine Idee. Und zwar wechseln wir den Controller und dann probieren wir es nochmal. Ja. Die für Experten, logischerweise. Und, nee. Wir wollen direkt losfahren. Alles klar. Dann los. Okay. Und jetzt neigt man sich nämlich einfach mit dem Control-Stick anstatt mit der Bewegungssteuerung. Und das ist natürlich um einiges leichter. Gerade wenn, wie in meinem Fall, es so ist, dass die Bewegungssteuerung, naja, nicht ganz so geil ist. Der Controller ein bisschen am Rumspacken ist. Ich meine, klar, Bewegungssteuerung ist cool. Gerade wenn es funktioniert. macht es einfach mehr Spaß, damit zu spielen. Aber leider ist es in meinem Fall so, dass der Controller ein bisschen, naja, am Abspacken ist. Der rechte Controller. Der leider auch für die meiste Bewegungssteuerung halt zuständig ist. Weil in dem halt die meiste Elektronik drin sitzt. Und ja, es ist ein bisschen unglücklich, dass gerade der Controller nicht mehr so gut funktioniert. Aber das sollen wir machen. Und ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich hier das nicht hinbekomme. Neue Bestzeit. Aber das kannst du bestimmt besser. Ja. Okay.
dann probieren wir es nochmal. Und wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann werde ich schneiden müssen. Tatsächlich. Was ein bisschen lächerlich ist, weil ich dachte, wir machen das ja einfach schnell. Aber ich denke da an der einen Stelle, wo man sich für einen Weg entscheiden kann. Muss man links herfahren. Oh, das hätte ich fast verkackt. Aber man kann sich nur neigen, oder? Man kann nicht irgendwie beschleunigen oder so. Na komm, mach, mach, mach. Jetzt nicht links, sondern ich denke, gleich dürfte es kommen. Ja, jetzt hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Aber ich schätze mal, ne? Ja gut, ich habe mich schon so oft geneigt, wie es ging. Puh. Gut, dann werde ich wahrscheinlich hier schneiden müssen. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber gut, 6 Sekunden sind schon einiges, ne? Also muss ich irgendwas echt falsch gemacht haben. Naja. Ich schneide hier an dieser Stelle und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja gut, alles klar, Leute. Ich denke, ich hab's. Und zwar ist der Trick einfach, dass man doch rechts herfährt, weil dort mehr Kurven sind. Und anscheinend habe ich es eben dann genau falsch gemacht, nach dem ersten Mal. Nur ich dachte halt, dass die linke Strecke besser wäre, weil ich da direkt dann eine bessere Zeit bekommen habe. Aber anscheinend habe ich mich bei der rechten Strecke, also beim ersten Mal, habe ich mich richtig dumm angestellt. Also probieren wir es jetzt nochmal und ich denke, ich schaff's jetzt. Ja, komm. Ja. Also ich finde, das sieht schon mal gut aus. Hier sind nämlich mehr Kurven bei der rechten Strecke, man sieht es direkt. Und deswegen kann man da auch mehr Geschwindigkeit rausholen als bei der linken Strecke. Na komm. Jetzt mach keinen Quatsch hier. Ja. Oh mein Gott. Alter, war es knapp. Okay. Wir haben es geschafft. Einfach super, spitzenmäßig. Selbst ich hätte es nicht geschafft. Für dich habe ich was ganz Besonderes. Und da ist es. Das Herzteil, was wir hier in der Werft bekommen können. Ja, genau. Bevor wir weitermachen. Ich war beim Drachen, wo ich gerade hier bemerke, dass ich kein Schild anhabe. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Wahrscheinlich habe ich aus Versehen hier Dizzen gemacht und es dann unequipped. Naja, wie dem auch sei. Ich war beim Drachen, der hatte tatsächlich noch das Herzteil. Das kriegt man nicht einfach so, wenn man quasi alles geschafft hat. Schade eigentlich. Ich hätte es geil gefunden, dass wenn man über
das Ziel hinüberkommt, dass man dann das Herzteil noch mitbekommt. Selbst wenn man dann, keine Ahnung, zum Beispiel für die, ich glaube 9000 Rubine sind's, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Selbst wenn man für die 9000 Rubine, also für den Hauptpreis dann geht beim Drachen, sollte man den Schild und das Herzteil dann bekommen. So finde ich zumindest, dass es hätte gelöst werden sollen, aber naja, was soll's. Ich schaue dann nochmal, ob ich bei der Sandgaleone das Herzteil habe und dann sehen wir uns beim nächsten Herzteil wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder beim nächsten Herzteil und wie zum Teufel habe ich das nicht gefunden? Hier vom alten Großheiligtum oder vom, ja, vom Eingang quasi in den Dungeon ist hier noch das Loch, was hier halt vor der Statue ist und das bringt uns in so eine kleine Höhle, wo das Herzteil dann direkt auf uns wartet. Also ich frage mich echt, wie ich das übersehen habe, aber vielleicht hatten wir da noch nicht die Klauen. Wahrscheinlich hatten wir da noch nicht die Klauen, ne? Sonst wäre ich direkt durchgegangen. Naja, hier ist es auf jeden Fall. Kann keine Feen mehr mitnehmen. Und hier können wir uns das Herzteil dann auch schon direkt gönnen. Wir haben 4 und bekommen direkt ein neues Herz. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Herzteile uns noch fehlen, aber ich schaue mal. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, bei der Sandgaleone hatten wir alles. Ich wusste nur nicht, ob das wieder so ein Ding ist wie bei der Werft, dass gesagt wird, ja, geh nochmal dahin zurück, nachdem du es abgeschlossen hast. Also wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich vielleicht sogar schon alle haben, weil ich habe Oh! Du hast alle Herzteile gefunden. Tatsächlich, wir haben schon alle. Oh! Ja gut. Dann stehe ich hier ja direkt richtig. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob hier Marugo vielleicht uns, Ein Moment. Wirst du daraus schlau? Ich wusste nicht, ob wir das hier schon fertig haben. Aber anscheinend. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir schon das Herzteil bekommen haben von ihm. Boah, ist das schlimm mit dem Stick. Kriegen wir das? Nö. Wir kriegen Herzen. Hab ich mich erschreckt, aber es war nicht das, worauf ich gehofft hatte. Lass uns weiter forschen. Ja, okay. Also ich hätte es auf jeden Fall verkackt. Nur wir haben das Herzteil schon von ihm bekommen. Das ist sehr gut. Und jetzt können wir anscheinend auch mit der Story weitermachen. Let's go. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich schon der letzte Part dann sein wird. Aber hat man nicht eigentlich 20 Herzen am Ende? Oder bekommen wir das noch irgendwie? Ja gut, wisst ihr was, Leute? Ich denke, ich schaue nochmal nach, bevor wir dort in das Zeitportal reingehen. Bevor ich irgendwie was verpasst habe, bevor ich irgendwie einen Herzcontainer in irgendeinem Dungeon nicht eingesammelt habe. Ich glaube, die hat man einfach so direkt bekommen, ohne dass man die einsammeln musste. Aber ich will auf Nummer sicher gehen. Also, bis gleich. Alles klar, Leute. Das ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen, weil dieser Part hätte schon viel, viel früher kommen können. Ich dachte, es fehlen mir 11 Herzteile. Stattdessen haben mir nur, naja, 3 gefehlt. Und zwar das beim Donnerdrachen in der Werft und halt das in diesem komischen Loch.
Also nur zwei Herzteile, von denen ich nicht wusste. Und die restlichen beiden Herzen sind hier die Lebenskraftmedaillen, die ich mir jetzt auch mitgenommen habe. Ich habe mir ebenso die große Bombentasche nochmal aufgefüllt. Es war jetzt nicht nötig. Klar, man hätte die beiden Herzen nicht haben müssen, zwangsläufig. Aber ich wollte es unbedingt. Ich wollte es unbedingt dabei haben. Und ja, deswegen bin ich einfach nochmal zurück zum Wolkenhort gegangen und habe mir die beiden Herzen geholt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, finde ich. Auch blöd, dass ich hier nochmal vergessen habe zu speichern. Sorry dafür. So. Weil, wie gesagt, zum einen hätte der Part schon viel früher kommen können. Und dann hätten wir in der Zeit dann irgendwie ein anderes Projekt beginnen können. Oder ich hätte das schon früher abschließen können, das Projekt. Was auch immer. Und zum anderen finde ich es halt blöd, weil in so ziemlich jedem anderen Zelda hat man nicht sowas wie mit den Lebenskraftmedaillen, sondern man kriegt alles über die Herzteile oder halt über die Herzcontainer. Da kriegt man alle Herzen drüber und das finde ich auch besser, weil so ist es jetzt, dass wir die Deko-Tasche und die Pfeile nicht mitnehmen können. Wäre es so gewesen, dass man 22 Herzen hat, okay, wenn das nur Bonusherzen gewesen wären, aber ich finde, zu einem vernünftigen Zelda gehören 20 Herzen dazu. So, und ja, jetzt können wir halt, wie gesagt, jetzt nicht die Pfeiltasche beziehungsweise den Köcher oder die Dekotasche mitnehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, Felix, Girahim hat mich erwischt. Sorge dich nicht um mich. Du musst ihn aufhalten. Er ist durch dieses Haupttor geflohen. Noch ist es offen. Schnell. Oh nein. Was hat er vor? Werden wir jetzt sehen. Und ihn natürlich aufhalten. Also er baut auf jeden Fall erstmal einen schönen Zaun auf. Scheiße, die... Alter. Die Animation hatte ich gar nicht mehr so geil in Erinnerung. Oh Mann. Aber was zum Teufel tut er da? Ja, Link, probier halt irgendwas. Steh nicht da einfach nur blöd rum, sondern mach irgendwas. Versuch es halt. Ich muss das Siegel brechen. Dann kehrt der Dämonenkönig zurück. Haltet mir bis dahin diesen elenden Wurm von Leib, meine Diener. Ist mir gleich, wenn keiner von euch übrig bleibt. Verschafft mir nur genug Zeit. Egal wie. Und jetzt los! Ja, alles klar. Und mit Dämonenkönig ist damit Ganon gemeint? Kriegen wir es doch noch mit Ganon zu tun? Ich dachte ja am Anfang, wir würden ihn hier nicht sehen. Aber vielleicht ist er einfach der Endboss. Okay, und er will auf jeden Fall Zeit haben. Die wird er von uns auf jeden Fall nicht bekommen. Und holy shit, sind das viele. Sind das viele? Alter. Ah ja, okay, wir müssen sie also besiegen. Alles klar. Und wir haben genügend Feen dabei. Das heißt,
Aua. Das heißt, selbst wenn wir down gehen sollten, es ist scheißegal. Es ist scheißegal, weil wir haben 4 Feen dabei. 4 Stück. Nein. Hallo? Achso, er will nicht. Und die Bombe explodiert anscheinend auch nicht, solange er sie nicht wirft. Also, ja gut. Ich dachte, das ist so ein Suizidbomber. Aber nö. Die werfen die Bomben auf uns und dann explodieren sie erst. Ich dachte, wir können einfach vor denen weglaufen und dann jagen die sich selbst in die Luft. Aua. Aber was soll's. Ja, okay. Wir kriegen hier am laufenden Band Herzen. Oh, ich dachte, es wäre nur eins gedroppt. Aber, ja gut. Dann halt so, ne? So, und die sind jetzt alle down, weil die von ihren Kumpels in Luft gesprengt wurden. Alter, was ist das hier? Okay, er schafft wieder eine Barriere. Und wir müssen die Viecher wieder besiegen. Aua. Aber nicht so schlimm. Einer von Großen ist direkt down. Aua. Alter. Okay. Die sind aber alle weg. Die sind alle weg. Genauso wie die kleinen Viecher. Hau ab. Okay. Und wir sind wieder voll. Wunderbar. Haha. Abgewehrt. Okay. Und die mit Helm, die können sich anscheinend viel besser wehren als die ohne. Beziehungsweise die ohne Helm, ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt wehren können. Nee. Also verteidigen meine ich. Verteidigen können. Wehren können die sich natürlich. Die schlagen alle zu. Nur, hau ab! Mann! So. Nur ich meine das Blocken. Ich war mir nicht sicher, ob die alle blocken oder halt nur die mit Helm. Ich denke, ich renne einfach weiter. Aua. Aua, 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 aua. Das war dumm. Das war hart dumm. Okay, nice. Hä? Können wir, obwohl wir keinen Köcher haben, Pfeile tragen? Obwohl, ich glaube, 5 Stück konnte man so tragen. Und die restlichen Pfeile musste man, dafür brauchte man einen Köcher. Aber was ist mit dem? Warum ist er noch nicht down? Hau ab! Er ist immer noch nicht down. Was ist mit dir? Du Freak! Hau ab! Gut. Jetzt ist er down. So. Dieser hässliche Spacko mit dem Helm auf. Mann, ey. Hau ab. Hau ab, hau ab. Gut. Ja, wie viele denn noch? Los, renn, Link. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, einfach immer hier runter zu rennen. Weil er schafft ja irgendwann diesen Zaun. Ja, genau. Und dann spawnen nochmal zusätzliche Gegner. Aber ich weiß ebenfalls nicht, ob... Stallfossritter. Alles klar. Ah! Alter! Jetzt geht's ja aber ab, ne? Jetzt geht's ja aber ab. Okay. Ich krall mir die ganzen Herzen hier. Und dann geht's, glaube ich, weiter. Ja, es geht weiter. Sehr gut. Ich glaube, man muss sogar nur die Gegner besiegen, die gespawnt sind, oder? Kann das sein?
Au. Okay. Wir sind da. Klar, natürlich. Lächerlich. So. Wir haben richtig viele mit den Wirbelattacken schon mal weggemacht. Oh, und das war's. Okay. Ich dachte, es spawnen nochmal Gegner. Du bist zu früh dran. Ja, aber es wird trotzdem nicht reichen, oder? Kann das sein? Ein Stümper wie du weiß das natürlich nicht, aber so ein Ritual braucht seine Zeit. Warum kannst du nicht einfach Geduld haben und abwarten? Du ungeduldiger Bengel, du machst alles kaputt. Das hier ist mein Moment des Ruhmes. Jetzt hast du es geschafft. Du hast mich wirklich wütend gemacht. Entspann dich mal, Alter. Was ist mit dir? Nun mach ich ernst. Ich werde kein drittes Mal gegen einen Menschen verlieren. Oh, was geht bei ihm? Jetzt ist Schluss. Ah, alles klar. Dann probier mal dein Bestes. Und ich weiß nicht, ob das dieser Fight war, wo ich als Kiddy ständig verkackt habe. Ich hab dich schon bei unserem ersten Treffen verabscheut. Wenn man nett zu euch Menschen ist, werdet ihr nur frech. Ich als Diener des mächtigen Dämonenkönigs verdiene auch etwas Respekt. Trotzdem habe ich mich dir gegenüber stets gnädig gezeigt. Und du hast das einfach ausgenutzt, immer und immer wieder. Alter, wie sieht der denn aus? In einer lächerlichen Kreatur wie dir so gedemütigt zu werden, ist eines Schwertes wie mir unwürdig. Ah, er ist sowas wie Fei, oder was? Du verdienst die schlimmste aller Strafen. Die Verbannung in einen bodenlosen Abgrund ewiger Qual. Mit meiner übermächtigen Kraft werde ich dir unbarmherzig zusetzen, dich in die Enge treiben und dann in die Tiefe stürzen. Ich schicke dich zur Hölle. Der Dämonenkönig wird dich dort verschlingen. Alles klar. Das geht bei ihm ab. Dunkelfürst Irahim. Tschüss. Was geht denn da ab, Alter? Ist das schon der Fight? Wenn ja, ist das ein bisschen lächerlich, ne? Ah, okay. Wollte gerade sagen, wenn er sich nicht wehrt, ist das schon lame. Aber er scheint sich auch so nicht wirklich. Ja, okay. Ich darf das. Nein! Verliere ich ein Herz? Dadurch? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich verliere dadurch auf jeden Fall ein Herz. Und ich darf die Dinger nicht schlagen. Scheiße. Und ich sehe, was die Schwierigkeit bei dem Kampf ist. Na, ich hab doch gar... Hallo? Kannst du bitte das machen? Was? Och, Link, was soll das denn? Ja, geht doch. Ja, sehr schön. Mann, Alter. Mit dieser Bewegungssteuerung, ne?
Dieser scheiß Joy-Con. Ach, schade, ich dachte, ich kann ihn wieder auskontern, aber... Oh, das war easy. Wenn er immer nur dasselbe macht, dann braucht er sich nicht wundern, warum er verkackt. So. Das war aber noch nicht das Finale, ne? Das war auf jeden Fall nicht der Fight, bei dem ich als Kiddy ständig verkackt habe. Ah! Nein, 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 was machst du, Link? Jawohl, genau so wollte ich das nämlich machen. Okay. Oh, was? Und hier müssen wir jetzt auch aktiv ausweichen. Jawohl. Damit wir nicht getroffen werden. Und hier können wir ebenfalls ausweichen. Nice. Na, kannst du bitte... Danke. Boah, Alter. Okay. Ich schüttle halt die ganze Zeit den linken Joy-Con, aber manchmal will er einfach nicht. Boah! Genau zwischen den Dingern durchgesprungen. Nice Link. Schön. Endlich mal gute Arbeit. Aua. Ja, okay. Bisschen kann er abwehren, aber danach, okay, nice, let's go. Aber danach wird er einmal getroffen von diesem verfluchter Wicht. Ja, okay. Danach wird er von diesen Klingen getroffen. Was ist das jetzt? Ah, Moment, wenn das hochhebt. Nicht? Hä, was soll das? Warum? Warum nicht? Oh, Moment. Das Schwert geht kaputt. Oder? Ah, ne, er hat es wieder repariert. Ja, okay. Nein, was... Was soll das denn? Okay. Ich weiß nicht, ob wir trotzdem Fortschritt machen. Na, komm schon. Vielleicht müssen wir es auch dreimal treffen. Ich weiß es nicht. Komm schon. Na. Komm schon.
geht nicht. Es geht einfach nicht. Vielleicht erstmal ein bisschen nachdenken, bevor ich was mache. Einen Moment. Nein. Okay, okay, okay. Bisschen mehr Zeit nehmen ist, glaube ich, der Trick. Shit. Alles klar, okay, nice. Na. Na. Nochmal. Okay, let's go. So schaffen wir's. Und er ist anscheinend down. Ich glaube, das war's immer noch nicht. Das kann nicht sein. Von einem Menschen geschlagen. Warum habe ich wieder verloren? Wie ist das möglich? Wer bist du? Ja. Er ist fertig mit dem Ritual, ne? Aber freu dich nicht zu früh, denn während unseres kleinen Geplänkels habe ich das Ritual fortgesetzt. Der Dämonenkönig wird der Göttin ihre Seele entreißen und durch ihre Kraft endlich zurückkehren. Ja, da habe ich gerade ein bisschen verkackt beim Vorlesen, aber naja. Nein, Zelda! Können wir sie jetzt nicht mehr retten? So gar nicht mehr? Das Vieh ist der Dämonenkönig. Never ever. Okay, es ist... Okay, okay. Er frisst ihre Energie. Und erlangt dadurch wahrscheinlich wieder seine normale Gestalt. Oder... Das heißt nochmal, ursprüngliche Gestalt, besser gesagt. Es ist vorbei. Die Welt, sie wird meinem Gebieter gehören. Never ever. Und da ist er. Der Dämonenkönig. Das ist Ganon, oder? Das ist Ganon. Er sieht ein bisschen wie Ganon aus, finde ich. Vor allem die orangenen Haare. Willkommen zurück, mein Gebieter. Was? Alter, das Schwert, das sieht krass aus. Aber hat er ihn jetzt gekillt? Hat er ihn für das Schwert geopfert? Nee, okay. Er zieht ihn in das Schwert wieder rein. Also Girahim verkörpert dann wahrscheinlich den Verstand des Schwertes.
Und das Schwert, das ist krank. Der Todbringer. Du bist also der Kämpfer der Göttin. Das Dialogfenster gefällt mir. Das ist krass. Und wie erbärmlich. Um mich zu vernichten, hast du dich zu einem Menschen gemacht. Was ist nur aus dir geworden, Heiliger? Du warst einst nobel und tapfer. Ich glaube, das ist das Tapferste, was... Oh! Er ist auch da! Ich hab sie! Jawoll, Bardo! Let's go! Warum ist nicht er gekommen? Felix, ich kümmere mich um Zelda. Ich glaube, das ist das Tapferste, was es gibt, den Göttin-Status aufzugeben und ein Mensch zu werden. Ist, also ich glaube, es ist so das Mutigste, was es gibt. Gerade im Hinblick auf Sterblichkeit und so weiter. Aber das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Zumindest kein Fass, vielleicht eine Dose. zocken wir einfach weiter. Hm. Du und dieser andere Mensch. Ihr wollt der Göttin also beistehen? Ja, amüsant. Die Menschen, die ich kannte, waren jämmerliche Gestalten, die vor Angst nur heulen und winseln konnten. Keiner von ihnen hat auch nur versucht, sich mir zu widersetzen. Sie haben sich nur hinter ihrer Göttin versteckt. Diese Feiglinge. Wirklich interessant. Dass es nun ausgerechnet Menschen wagen, sich mir in den Weg zu stellen. Ja. Überrascht wird man immer wieder. So sei es denn, wenn du den Mut wirklich aufbringst. Kämpfen wir an einem Ort, dem uns niemand stören kann. Ja, game on. Let's go. Felix, hör zu. Ich soll dir etwas vom Mütterchen ausrichten. Auch wenn dieser Kerl Zeldas Seele in sich aufgenommen hat, dauert die vollständige Verschmelzung noch einige Zeit. Wenn du es also schaffst, ihn zu besiegen, bevor die Verschmelzung abgeschlossen ist... Ich bitte dich. Also können wir sie noch retten? Du kannst es schaffen, wenn jemand Zelda noch retten kann. Dann du! Dann let's go, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Okay. Und er bereitet das Battlefield vor. Flieh, wenn dir dein Leben etwas bedeutet. Verbringe die wenigen Tage, bis die Welt endgültig mein ist, in Verzweiflung und erwarte das Ende. Nee, nix da. Doch wenn du dein Leben als sinnlose Geste des Widerstands wegwerfen möchtest, dann werde ich auf dich warten. Dachte wir. Ach so! Ich bitte dich, Felix. Also kriegt man vor dem Finale sogar nochmal die Möglichkeit, alles nachzuholen. Das ist geil. Und man kriegt sogar die Möglichkeit, sich zu heilen. Alles klar, Leute. Dann,
Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Fühlst du dich bereit? Nein. Denn? Ich wollte vorher noch speichern. Und logischerweise auch meine Herzen auffüllen. Und ebenfalls erstmal den Part beenden. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und im nächsten Part erwartet uns dann das endgültige Finale.